Okay. Guten Morgen für alle, die jetzt schon dabei sind. Geht gleich los. So, da sollte ich sein. Müsste mich jetzt auch wieder besser sehen oder müsste mich jetzt überhaupt erst sehen? Okay. Gerade noch eine Sekunde. Jetzt gleich. So. Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Kurze Frage, hört man mich? Wenn man mich hört, bitte kurz irgendwie Hand heben oder kurz Hallo sagen, würde mir helfen, mich zu orientieren. Tonqualität okay? Gut, alles gut, guten Morgen, moin moin, guten Morgen zusammen. Hallo Klaus, Dirk, Nicole, Moment, Ladies first. Nicole, guten Morgen. Klaus, Dirk. Servus. Okay, gut. Marc auch, guten Morgen. Ja, das nächste Online-Marketing-Café. Ich habe sehr viel Licht, das auf mich strahlt. Ich gucke immer mal wieder so links runter an den Desktop. Und ja, ich schaue da einfach hin und sehe da so ein bisschen auch dann die Kommentare, die stattfinden. Gut. Ja, Online-Marketing-Café. Heute geht's weiter? Viertes Online-Marketing-Café in Summe. Ich würde das Online-Marketing-Café jetzt gerne in den folgenden Tagen oder in den folgenden Wochen so gestalten, dass ich immer starte mit mit einer Buchempfehlung. Und die heutige Buchempfehlung, die allererste Buchempfehlung, ist die hier, Webs of Influence. Webs of Influence ist ein Buch, das ich in einem Podcast aufgeschnappt habe. Genau, ich glaube, das kann man gut sehen. Worum geht es hier? Hier geht es sehr stark um das Thema, ja, wie man im Web die Menschen dazu bringt, zu klicken. Ja? Auch die geheimeren Strategien, die uns antreiben, dass wir klicken. Das heißt, es steckt sehr viel Verkaufspsychologie dahinter. Und wer sich so ein Stück weit auch mit dem Online-Marketing beschäftigt, der weiß, dass wir Menschen, wir Konsumenten grundsätzlich viele Entscheidungen aus einer Emotion heraus ja, treffen und diese Entscheidungen dann gerne auch rational nochmal bestätigen. Ja, und die viele Ideen, die dahinter stecken, finde ich echt super spannend. Also ich werde hier auch nochmal gerne im Detail dann dazu berichten. Eine Thalia Wolf hatte das empfohlen in einem der Podcasts, die ich morgens höre, wenn ich auf die Arbeit gehe. Also wirklich ein klasse Buch. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, dass ich da auch wirklich sehr viel nochmal rausholen kann, rund um Strategien, die ihr anwenden könnt für eure Themen. Also, Webs of Influence, The Psychology of Online Persuasion, super spannendes Thema. Wer so, der, es ist weiter als das Robert Cialdini, das wahrscheinlich jeder kennt. Und genau, kann ich also wärmstens empfehlen. Ich habe immer durchgeblättert und allein die Struktur zeigt schon, ach, das wird wieder richtig spannend. Guten Morgen, Sarah. Okay, Thema heute, Schwerpunktthema heute, wir sprechen über Facebook Ads, über Zielgruppe erreichen auf Facebook. Und genau, deswegen starten wir auch direkt damit rein. Ihr könnt gerne auch weiter Fragen stellen im Verlaufe von dem Livestream. Ich habe jetzt aktuell mal keinen Hintergrund geöffnet,
keine weitere Seite geöffnet, sondern ich möchte euch wirklich hier einfach mal Tipps und Tricks geben, wie man vorgehen kann. Moin Dennis, lange nicht mehr gehört. Wir haben unterschiedliche Themen, die ich hier anmerken möchte, was das Thema Zielgruppe betrifft auf Facebook. Also wir haben drei Fragen bekommen. Einmal, wie identifiziere ich meine Zielgruppe auf Facebook? Das zweite, wie kann ich meine Kosten senken? Und wie kann ich sie auf Facebook adressieren? Das ist eine Frage, die sehr häufig kommt. Ich glaube, Dirk, du hast ja dann auch doch die eine oder andere Herausforderung, was deine Zielgruppe betrifft, weil du vielleicht auch jetzt nicht in einer greifbaren Nische bist oder anders, weil die Probleme, die deine Zielgruppe haben, nicht direkt ausgesprochen werden. Und ich möchte hier einfach gern mal so ein paar Denkanstöße geben. Es ist ein Thema, das viele beschäftigt, und es ist auch ein Thema, das wirklich gang und gäbe ist. Also es beschäftigt uns, es begleitet uns die ganze Zeit und es ist eine Kernfrage, die wir erreichen wollen, die wir beantworten wollen. Vielleicht vorab, Facebook ist ein Kanal wie jeder andere, ja, und wir müssen, egal in welchem Kanal wir agieren, müssen wir den Kanal verstehen. Das ist erstmal die Voraussetzung, und das zweite ist, wir müssen natürlich auch unsere Zielgruppe verstehen. Das heißt, Klaus, glaube ich, das wird ja auch noch ein Thema, ist, das heißt, es gibt verschiedene Dinge, die wir machen müssen. Und oftmals ist es so, wenn ich mir Kampagnen von Kunden anschaue und in die Kampagnenstruktur reingehe, dass die Einstellungen rund um die Zielgruppe einfach das schon das erste Problem ist, weil die Zielgruppe nicht wirklich definiert ist. Ihr kennt die Beispiele, und das ist eine der größten Empfehlungen, die ich geben kann. Bleiben wir mal am Beispiel Golfen. Ja, ich hatte das vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit angesprochen. Und ich glaube, im ersten Online-Marketing-Café, wer von euch kennt Bubba Watson? Gibt es jemanden, der jetzt hier gerade dabei ist und Bubba Watson kennt? Wenn ja, gerne kurz die Hand heben. Ansonsten genieße ich auch hier nochmal kurz den Kaffee. Ist ja auch ein Online-Marketing-Café. Bubba Watson, oder zu groß, genau. Bubba Watson ist jemand, der im Golf, ein Golfspieler, und die wenigsten werden ihn kennen. Aber all die Golfexperten, all diejenigen, die sich wirklich intensiv mit Golf beschäftigen, die werden ihn kennen. Und standardmäßig würdest du hingehen und würdest sehr wahrscheinlich irgendwie, wenn du im Golfmarkt tätig bist, zum Beispiel Tiger Woods als Interesse Sekunden, da schreibt gerade noch jemand. So. Okay. Tiger Woods, klassisch, würde man eingeben, ich bin Golf interessiert, ich habe Golfprodukte, ich markiere Tiger Woods. Das Problem ist, dass jeder Mann Tiger Woods kennt. Tiger Woods ist eine so große Persönlichkeit, dass er nicht nur in der Golfnische ausstrahlt, sondern auch noch weitergehend ausstrahlt. Ja, auf Nischen, die weiter liegen als jetzt nur im Bereich Golf. Und das ist ein Problem, ja, und das habe ich selbst auch erfahren müssen, als ich in der Vergangenheit alle Interessierte rund um Online-Marketing angesprochen hatte. Klassischerweise, was habe ich gemacht? WordPress. Ja, ich habe als Interessensgebiet WordPress angegeben. Und das Interessensgebiet WordPress ist so global, dass viele, egal wo sie gerade stehen, auf ihrer Wissensreise sich mit WordPress beschäftigen, WordPress vielleicht auch schon mal gehört haben. Es ist einfach, WordPress ein Like zu geben. Viel spezifischer beispielsweise sind dann Dinge wie dedizierte Tools, zum Beispiel Yoast SEO. Ja? Yoast SEO, das ist schon ein Plugin, damit werden sich vielleicht nicht alle beschäftigen. Ja? Damit werden sich vielleicht auch diejenigen beschäftigen, die sich wirklich ganz konkret auch mit Online-Marketing auseinandersetzen. Das heißt, wenn du in einer Nische bist, dann mach dir Gedanken, ob du neben dem reinen Oberbegriff auch wirklich so spezifisch reingehen kannst, dass es einfach so spezifisch ist, dass du der Meinung bist, ja, das kennen wirklich auch nur Experten in dem Markt. Also, da sprechen viele andere Online-Marketer davon, but no one else would. Ja? Everyone would know Tiger Woods. Jeder würde Tiger Woods kennen, aber nicht jeder würde Bubba Watson kennen. Und das ist genauso diese Trennung, die du
Sekunde. Genau. Das ist also die Trennung, die du vornehmen musst in der Granularität. Das heißt, vom Globalen kommend und immer weiter auch runterstrippen. Wenn du dich hier mit Kunden unterhältst oder oftmals auch mit, sag mal, wenn du in einer Mastermind-Gruppe bist, und dann hör wirklich tief rein, hör, welche Tools in Gang und Gäbe sind. Manche Tools sind für dich selbstverständlich, manche Bücher sind für dich selbstverständlich. Robert Cialdini als Autor ist für dich als Online-Marketer selbstverständlich. Yoast SEO ist selbstverständlich, aber das ist nicht selbstverständlich für viele, die gerade starten. Und diesen Blick nochmal einfach öffnen, auf Themen, die wirklich ja auch nur dich interessieren oder dich in deine Nische interessieren und dann auch eben deine Zielgruppe interessieren. Okay, soweit also, wer ist deine Zielgruppe? Dann geht es natürlich weiter in, welche Probleme haben sie, direkte oder indirekte Probleme, was treibt sie an? Hier ist es häufig so, dass man sehr schnell einfach auch aufgibt in der Konkretisierung der Bedürfnisse der Zielgruppe. Und das sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel sage, ja, meine Zielgruppe ist weiblich und an Sport interessiert. Okay, aber das ist ja nicht wirklich definiert. Ja? Was ist der Grund? Ist es gerade jemand, der aus einer Schwangerschaft rauskommt und jetzt gerne wieder eine ursprüngliche Form einnehmen möchte? Ist es jemand, der während der Schwangerschaft eine gewisse Form einnehmen möchte? Ist es jemand, der weit vor der Schwangerschaft im Laufe des Berufsalltages eine gewisse Form einnehmen möchte? Und dann kannst du das auch noch weiter runterstrippen. Möchte der das Ganze im Fitnessstudio machen, im Freien, mit Gewichten, durch eigenes Körpergewicht, unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn es durch eigene Körpergewicht ist, warum? Was ist der Antrieb dafür? Vielleicht ist es das Budget? Kann der oder diejenige sich auch ein Fitnessstudio nicht leisten? So, und ihr seht, du kannst hier einfach so viel tiefer gehen, als jetzt nur in dem Oberbegriff zu bleiben, Frau und Sport. Das ist so das eine. Also du musst wirklich für dich nochmal tiefer reingehen, deine Zielgruppe, deine Bedürfnisse. Das andere ist natürlich, du kannst auch Facebook für dich arbeiten lassen. Ja, wir alle kennen die Möglichkeiten, die Facebook bietet mit den Custom Audiences. Wenn du einfach auch nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, du startest vielleicht gerade in einem Markt oder du hast nur eine Vermutung, dann ist ein Custom Audience natürlich ein absolutes Muss. Das heißt, sobald der Pixel richtig installiert ist und der Pixel mitzählt und du natürlich auch die Datenschutzbestimmungen angepasst hast dahingehend, dann kannst du über den Facebook Pixel checken, wer sich auf deiner Seite bewegt, wer sich auf deiner Seite verhält. Und dadurch sammelt Facebook sehr viele Informationen und du siehst es, der Facebook-Pixel ist an den meisten Browsern, wenn du den Pixel-Helper aktivierst, das ist ein Chrome-Plugin, und du surfst ein bisschen durch die Website, dann siehst du fast überall den Facebook-Pixel, der lädt. So, und der Facebook-Pixel, der verarbeitet also Informationen. Das heißt, wenn du der groben Meinung bist, wer deine Zielgruppe sein könnte, hilft dir der Facebook-Pixel, deine Seitenbesucher zu speichern. Nicht direkt die Seitenbesucher natürlich, keine personalisierten Informationen, sondern global Interessensgebiete. Das hilft dir natürlich dann auch im Nachgang, um diese globalen Interessensgebiete dann wieder zu targetieren. Das heißt, was du standardmäßig machst, ist, dass du deinen Webseiten-Traffic einfach mit in Form von sogenannten Lookalike-Audiences, morgen Silvia, in Form von sogenannten Lookalike-Audiences versuchst auch zu targetieren. Das heißt, hier macht Facebook den Job für dich, die Zielgruppe zu finden, die du auch targetieren möchtest. Gut, also Lookalike-Audiences. So, jetzt ist es natürlich so, gerade zu Beginn, und da muss man sich auch nichts vormachen, es ist die Zielgruppe zu finden. Wolfgang, hey, servus, sorry für das Chaos, aber schön, dass du jetzt da bist. Das ist natürlich auch das Schwierigste, die Zielgruppe zu finden. Wolfgang, für dich nochmal, von dir kam auch die Frage vorab, wie kann man die Zielgruppe targetieren? Wir hatten uns Gedanken gemacht über das Profil, sind dann nochmal darauf eingestiegen, dass du eine Zielgruppe so spezifisch halten solltest wie möglich. Wir haben das Beispiel Golf genommen, als Interessensgebiet beispielsweise nicht Tiger Woods eingeben, sondern Bubba Watson. Bubba Watson ist jemand, der nur unter den Golfern bekannt ist. Ich hatte das Ganze auf Online-Marketing gemünzt und gesagt,
alle kennen WordPress, aber vielleicht weniger kennen Yoast SEO als Plugin. Und wenn du auch dir Gedanken darüber machst, Bücher, Tools, Plugins, Events, die besucht werden, die deine Zielgruppe nutzt, dann könntest du vielleicht nochmal tiefer in deine Zielgruppe reingehen. Das heißt, im Bereich IT, Service Management, was ich glaube bei dir auch der Fall war, mit welchen Tools arbeiten deine Zielgruppe, beispielsweise Confluence, Jira, ja, oder also welche Prozesstools kennen Sie, sind Sie vielleicht auch Fan davon? Okay, also wir sind dann weitergegangen, die Custom Audience, all deiner Webseitenbesuche ist gespeichert, du machst darauf basierend eine Lookalike Audience, gut. Machen wir uns nichts vor, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis es sich einpendelt, bis du deine Zielgruppe auch wirklich gefunden hast, und deswegen rufe ich auch immer dazu auf, dass du in deinem Autoresponder, in deiner E-Mail-Marketing-Serie durchaus auch die Möglichkeit bieten solltest, persönliche Gespräche anzubieten. Gerade zu Beginn, wo du dir noch unsicher bist, legst du eine E-Mail-Serie an, die all denjenigen ausgespielt werden, die sich registrieren, und dort bietest du beispielsweise ein 15-minütiges persönliches Coaching an. Ja, das ist Zeit, die man investieren muss, aber aus dem Gespräch heraus gibt es so viele Informationen, die du für dich verwenden kannst. Und hier an der Stelle vielleicht nochmal ein Tipp, den du später dann auch in deiner Vermarktung übernehmen kannst. Versuch wirklich super aufmerksam zu sein in diesen Gesprächen, welche Formulierungen von deiner Zielgruppe gewählt werden. Wirklich O-Töne, die von deiner Zielgruppe gewählt werden. Das kann sowas sein wie: Boah, ich habe eigentlich gar keine Zeit, das Ganze zu tun. Das passiert bei mir sehr häufig. Ja. Meine Zielgruppe hat wenig Zeit, die Dinge umzusetzen. Im Zweifel ist das Wissen da, aber die Zeit ist nicht da. Das heißt, Dinge, die Zeitersparnis bedeuten, sind dort sehr gut. Coaching kann auch White Paper sein oder Ähnliches. Das sollte tatsächlich ein Coaching sein. Grundsätzlich, ein persönliches Coaching ist das, wo ich einfach mehr Informationen rausbekomme aus dem Kunden, gerade dann, wenn ich den Kunden noch nicht so gut kenne. Ein White Paper ist eine Form von Lead-Magnet, eine Form von ein Freebie, den du gerne ausgibst im Austausch für die E-Mail-Adresse, und direkt danach sollte dann ein Sales Funnel starten. All diejenigen, die in der User-Gruppe des Sales Funnel Trainings sind, das ich gerade vorbereite, wissen, dass jetzt mittlerweile wie viele Ausprägungen so ein Lead-Magnet annehmen kann. Aber ich würde jetzt beispielsweise, Dennis, an der Stelle ein White Paper ausgeben. Bleiben wir doch mal am Beispiel Golf. Ja, moin Andreas, beim Golf sagst du 14 Wege, wie du deinen Abschlag erhöhen, um mindestens 30 Yards erhöhen kannst. Okay, 14 Wege, klasse, du gehst weiter und dann bietest du ein persönliches Coaching an. Hey, ich würde gerne verstehen, was dich bereits oder aktuell daran hindert, deine Schlagdistanz zu erhöhen. Vielleicht kann ich dir im persönlichen Gespräch den einen oder anderen Tipp geben. Und dann kommt es. Und kommt sowas raus im Gespräch wie: Ich habe nicht das Geld für die richtig teuren, Golfschläger, und dann sollte deine Produktlösung vielleicht auch irgendwo im Verlauf deines Sales Funnels die besten Schläger für unter 100 Euro sein. Ja, ich weiß nicht, ob 100 Euro ein realistischer Wert ist oder nicht. Erik, guten Morgen. Also in diese Richtung solltest du denken. Okay, wir waren jetzt also dabei und haben uns entschieden, dass wir die Zielgruppe mit Hilfe von Lookalike Audience nochmal erweitern. Das heißt, wir lassen Facebook hier die Arbeit machen. Es ist so, du brauchst, damit die Lookalike Audience funktioniert, ausreichend Traffic auf deiner Seite. Nicole hatte gerade eine wichtige Information. Wenn du so ein kostenloses Gespräch anbietest, dann kommt man häufig nicht mehr raus. Ja? Die versuchen dann auch wirklich mehr rauszuziehen, die Kunden. Und da gibt es auch Templates, Gesprächsleitfäden, die du verwenden kannst, wie du den Einstieg in so ein Gespräch startest. Natürlich ist es schwer, jemanden, der gerade in Rage ist, in Rage im Sinne von, er sieht hier einfach, dass wirklich Wissen dahinter steckt, das Ganze zu konsumieren. Aber ich glaube, wenn du an den Punkt kommst, wo du einfach feststellst, dass du gar nicht die Kapazitäten hast, die Kunden in der Form zu bedienen, dann wirst du Lösungen für dich finden. Ich spreche das in der
ab dem 5., 6. Gespräch bin ich auch deutlich souveräner geworden und habe das auch so ganz offen kommuniziert, dass ich eben eine begrenzte Kapazität habe und das Gespräch in die Dauer führen kann, dass ich nicht verkaufen werde in dem Gespräch, aber wenn wir sehen, dass wir uns gegenseitig helfen können oder dass ich helfen kann, dann können wir da gerne auch noch weitere Gespräche führen. Das war so in der Form dann auch meistens fein für den Kunden. So habe ich auch den einen oder anderen Coaching-Auftrag schon gewonnen. Okay. Lookalike Audiences. Du brauchst also Besucher auf deiner Webseite. Jetzt, wie kriegst du Besucher auf der Webseite? Verschiedene Wege. Wolfgang, an deiner Stelle, was ich zum Beispiel tun würde, ist, ich würde mir themenrelevante Gruppen suchen auf Facebook, aber auch beispielsweise Foren und dort immer mal wieder Mehrwert geben. Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Traffic gewinnen aus Foren und eine Sache, die du tun kannst, ist, dass du beispielsweise in der Forensignatur einen Link zu einem E-Book oder einen Link zu deiner Webseite platzierst. Und dadurch kannst du auch über Foren bestimmten Traffic gewinnen. Ja, das geht natürlich mit Aufwand einher, aber ich glaube, nichts, was wirklich gut funktionieren soll, geht ohne Aufwand. Okay, du bist also in Foren aktiv, du postest deine Inhalte in Gruppen, vielleicht öffnest du auch eine eigene Facebook-Gruppe, was viele andere machen und bewirbst diese Facebook-Gruppe über Facebook, damit Leute sich dort auch wiederfinden. Und wer Cialdini gelesen hat, Robert Cialdini, die Elements of Persuasion, der weiß, dass wir Menschen gerne auch in Communities denken. Wir bewegen uns gerne in Communities, wir sind gerne Teil von etwas Größerem. Und eine Gruppe kann hier sehr gut wirken. Ja, eine Gruppe für Golfer, eine Gruppe für Golfanfänger, Golfanfänger Tipps und Tricks. Und du platzierst dort, du moderierst diese Gruppe und platzierst dort auch regelmäßig Inhalte, die wertvoll sein können für deine Zielgruppe. Dadurch Traffic auf deine Webseite, Facebook kann diese Interessensgebiete auslesen und deine Lookalike-Audience-Kampagne baut darauf auf. Also sehr, sehr stark. Das Problem ist, in der Regel sind Anzeigen mit dem Ziel Klicks auf Webseite deutlich teurer als beispielsweise Videos. Ja, ich predige das Tag ein, Tag aus, ein Video zu drehen, ein kleines Video mit wirklich wertvollem Inhalt, das du teilst, das du bewirbst, mit dem Ziel Video-Views, nicht Conversions oder ähnliches, sondern allein mit dem Ziel Video-Views, da baust du in so kurzer Zeit eine Zielgruppe auf, dass es wirklich enorm ist. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, okay, aber dann habe ich die Zielgruppe aufgebaut, die waren aber gar nicht auf meiner Webseite. Facebook bietet im Ads Manager die Möglichkeit, Menschen zu targetieren, basierend auf dem Engagement mit dir und deinen Videos. Du kannst also hingehen und sagen, Facebook, mach mir jetzt hier eine Zielgruppe all derer, die mindestens 25% des Videos gesehen haben oder mindestens 90%, 75%. Je nachdem, wo du gerade da auch steckst, welche Zielgruppe du für dich definierst, kannst du darauf basierend eine Lookalike-Audience erstellen. Das heißt, ich denke hier immer an, wie komme ich so günstig wie möglich an die Zielgruppe ran, und da ist aktuell das Format Video wirklich unschlagbar. Das würde ich euch wirklich also wärmstens empfehlen, Videos zu drehen. Hier an der Stelle vielleicht den einen oder anderen Tipp, was so die Formeln betrifft. Es gibt so die EDI-Formel, die die Amerikaner gerne nutzen. Educate, Demonstrate, Inform or Entertain. Also erziehe, gib ein Beispiel zu irgendwas, beispielsweise wie ein Tool angewendet wird. Demonstrate, wie ein Tool angewendet wird. Educate ist vielleicht mehr so mit Fehlern aufräumen. Inform beispielsweise zu neuen Updates aus zu einem bestimmten Produkt oder auch weiteren Dingen, die gerade in dem Markt passieren. Und das letzte, Entertain. Du kannst auch einfach mal witzige Videos teilen. Wolfgang, steht das Video dann auf Facebook oder YouTube? Hier ganz wichtig, nicht das Video aus YouTube, beziehungsweise nicht den YouTube-Link auf Facebook posten, sondern das Video wirklich auf Facebook hochladen und von dort aus dann über den Power Editor bewerben mit dem Ziel Video-Views. So ein Video sollte nicht länger als 3 bis 6 Minuten dauern, eher noch kürzer, also sagen wir mal, Videos alle bis zu 3 Minuten haben eine gute Dauer. Und hier sind ein paar Dinge wichtig. Einmal das ganze Thema der Einstieg in dein Video. Die Videos, wenn du sie bewirbst, sind im Newsfeed platziert und werden
dort konkurrieren mit den Katzenbabybildern und den normalen Babybildern und so weiter und so fort. Das heißt, was du brauchst, ist zu Beginn ein sogenannter Pattern Interrupt, nennt sich das im Amerikanischen, also eine Unterbrechung aus unserer Komfortzone. Wenn ich auf der Couch liege und scrolle, dann muss ich irgendwie unterbrochen werden, aufmerksam gemacht werden auf das entsprechende Video. Und das kannst du machen in Form von beispielsweise irgendwie animierten, pulsierenden, roten Bannern auf deinem Video, die einfach den Kunden sagen, oh, da passiert irgendwas. Die ersten 3 Sekunden sind for free auf Facebook. Du musst die Leute also dazu bringen, anzuhalten. Das kannst du aber auch in Form von Movement, in Form von Bewegung. Wenn du also da stehst und irgendwie hier so winkst und wenn du vielleicht das ein oder andere Video siehst von Online-Marketing, dann siehst du, dass sie genau das machen. Die stehen da und winken und machen auch den hier, indem sie sagen, hörst du mich? Also signalisieren, du musst den Ton anschalten, weil das Video in der Regel stumm geschaltet ist. Solche Dinge kannst du tun, wenn du persönlich vor der Kamera auch sein möchtest. Ansonsten, wenn du nicht persönlich vor der Kamera sein möchtest, dann eben gerne, dann geben beispielsweise ein rotes, pulsierendes, also ein farbenstarkes, pulsierendes, Achtung, bitte nicht wegschalten, stopp, hier bleiben, genau. So, du kannst das Ganze aber auch über YouTube machen, du kannst auch ein YouTube-Video hochladen und das YouTube-Video bewerben und eine Remarketing-Liste auf YouTube aufbauen, das ist auch alles möglich. So, dann haben wir die Zielgruppe gefüllt und wir haben jetzt die Möglichkeit, eben selbst tiefer reinzugehen oder wir lassen Facebook für uns arbeiten. Die Vorbereitung sollte bei uns liegen. Die Frage kam, glaube ich, von Tobias, der jetzt gerade noch nicht dabei ist, wie kann ich meine Kosten senken auf Facebook? Das ist eine sehr komplexe Frage aus meiner Sicht, weil man es pauschal auch nicht sagen kann. Ich glaube, gestern kam in einer Gruppe von der Sarah, meine ich, kam eine Frage, ob es einen Orientierungswert gibt für die Kosten. Und ich sage hier immer, sehr schwierig. Ich würde es eher im Gesamtkontext deiner Kampagnenplanung sehen. Das heißt, wenn du ein gewisses Ziel erreichen möchtest, und das wollen wir ja alle, wir schmeißen das Geld ja Facebook nicht in den Hals, damit Facebook noch mehr Geld macht, sondern weil wir ein gewisses Ziel erreichen wollen. Wir wollen unsere Produkte verkaufen, direkt, indem wir auf einen Produktverkauf hinführen oder indirekt, indem wir einen Markenaufbau betreiben, unsere Bekanntheit steigern und dann im Verlauf der Kundenbeziehung verkaufen, E-Mail-Marketing als Beispiel oder eben auch Einladung zu persönlichen Coachings, aus denen heraus verkauft wird. Ist nicht so pauschal zu sagen, aber auf alle Fälle, was du tun solltest, ist dir Gedanken zu machen, immer wenn du einen Content planst, wie soll dieser Content in den Gesamt-Sales-Funnel deiner Planung passen, in die gesamte Kampagnenplanung. Du musst natürlich auch ein Gefühl entwickeln, wie hoch ist der Kundenwert oder der Customer Lifetime Value, wie es so schön heißt im Englischen, also der Lebenszykluswert deines Kunden. Das kann nur auf Erfahrungswerten basieren. Du wirst ja wahrscheinlich mit einer These reingehen und diese These dann einfach auch bestätigen. Und wenn du das weißt, wenn du weißt, dass jeder Kunde, den du akquirierst über Kampagne 1 so und so viel Euro zurückgibt, dann kannst du das sehr stark dann kannst du sehr stark einfach auch Feedback bekommen. So, ich hänge jetzt gerade, weil ich nochmal 2 Fragen bekommen hatte. Was ist besser, Live-Videos oder Explain.io? Explain.io kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass Live-Videos sehr gut funktionieren. Wer mich oder Dr. Conversion schon ein Stück weit länger verfolgt, der wird gesehen haben, dass ich zu Beginn Videos hatte, die ohne mich persönlich auch waren. Und nachdem ich umgestiegen bin auf Live-Videos, hat sich die Reichweite wirklich extrem verstärkt. Facebook möchte in den Live-Videomarkt, in den Streaming-Markt nicht einsteigen, sondern einfach auch hier eine dominante Position einnehmen und belohnt sowas auch. Ihr werdet das sehr wahrscheinlich auch sehen, wenn ich jetzt live gehe als Dr. Conversion, dann bekommen viele meiner Dr. Conversion Abonnenten eine Benachrichtigung, ja, Marc ist jetzt live oder Dr. Conversion ist jetzt live, und so diese kleinen Features sind wirklich sehr gut und funktionieren auch sehr gut. Also Live-Videos, wenn du der Meinung bist, dass du vor der Kamera auch wirkst, vielleicht auch mehr Licht hast als ich jetzt hier. Dann sind Live-Videos ganz gut. Es können aber auch einfach aufgenommene Videos sein, eine Desktop-Aufnahme, die du teilst, wobei ich der Meinung bin, dass Live-Videos besser funktionieren,
im Zweifel Live-Videos in Kombination mal mit einem Switch auf deinen Desktop, rein Desktop ist, finde ich zu ruhig. Explainedio, Erklärvideos mit bewegten Mannequins. Okay, sowas kenne ich auch in Form von Powtoon oder anderen Anbietern. Das kann auch witzig sein. Und genau da möchte ich eigentlich auch, darauf möchte ich eigentlich hinaus. Hier ist es wichtig, auszuprobieren. Probiert aus, ja. Man kann es nicht pauschal sagen. Die eine Zielgruppe reagiert einfach auf den persönlichen Markt. Die andere Zielgruppe findet den persönlichen Markt total Mist und vielleicht auch wenig professionell, zu jugendlich, obwohl natürlich hinter dem, was ich sage, auch Inhalt steckt, der nicht aus der Nase gezogen ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich auf eine gewisse Zielgruppe dadurch weniger stark wirke, als wenn ich jetzt rein über seriösen, formalen Text kommen würde. Klaus hat dann noch gefragt, oft bekomme ich bei Facebook-Ads angezeigt, in denen die Rede ist von 1 Euro investieren, 2 Euro rausholen. Wie realistisch sind solche Anzeigen? Ich kann selbst sagen, dass sie super realistisch sind. Das dauert eine gewisse Zeit, bis du auch auf dieses Niveau kommst, aber das ist absolut realistisch. Ich hatte jetzt vor kurzem eben das Verhältnis 1:4. Damit du das erreichen kannst, ist aber eben dieser Blick auf den gesamten Zyklus deines Kunden wichtig. Das heißt, wo viele gedanklich enden, ist, dass du neben der Anzeige ein Produkt verkaufst, beispielsweise der klassische Sales Funnel, Lead-Magnet anbieten, im Nachgang zum Lead-Magnet ein Niedrigpreisprodukt anbieten, im Preis 6 bis maximal 27 Euro, dieser Mitnahmeartikel. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du eine gewisse Conversion Rate all derer, die auch das Niedrigpreisprodukt gekauft haben. So, Thema beendet, du machst die Rechnung, dann hast du irgendwie 1:1, was schon gut ist. Du hast also deine Werbeausgaben komplett refinanziert. Deswegen plädiere ich dafür, und das ist auch der Schwerpunkt im Sales Funnel Training, das im März rauskommt, dass du von Anfang bis Ende diesen Funnel einfach immer weiter mit potenziellen Umsatzmaximierern auch noch bestückst. Und wer zum Beispiel Dirk Kräuters Buchlaunch gesehen hat, Dirk Kräuter, das ist auch eine Form von Sales Funnel, und dazu gibt es dann auch ein Sales Funnel Template, hat ein E-Book oder ein physisches Buch beworben, das ich sogar auch da habe, wo du mit Eintragung, ich glaube, du beteiligst dich irgendwann an den Versandkosten und dann kriegst du das Buch zugeschickt. Und danach läuft ein Sales Funnel ab, der so stark ist, der sich so auf das Ziel des Kunden fokussiert, mit Upsell, Downsell. Downsell ist jemand, der etwas nicht gekauft hat, kriegt dann eine nächste Seite angeboten. Nein, danke, ich will auch hier weiter. Also hier sehr ausgeklügeltes System. Und ja, Klaus, fast alle Online-Marketer, die wirklich erfolgreich sind, schaffen es, jede Werbeausgabe direkt zu refinanzieren oder sogar auch Profit zu machen. Ne, sowas bei mir jetzt im Dezember und Januar. Ich bin jetzt auch niemand, der so viel Geld auf dem Konto hat, dass ich Geld rausschmeißen möchte, aber 100 Euro am Tag in Facebook-Ads zu investieren, das war dann irgendwann möglich. Warum? Weil einfach der Sales-Funnel stabil war. Ja, ich hatte angefangen mit 10 Euro, hatte viel getestet, hat dann irgendwann gemerkt, einer dieser Stränge, den ich hier teste, der funktioniert. Also skaliere ich diese Werbung immer und immer wieder, immer und immer weiter und bis zu 100 Euro am Tag. Das ist viel Geld für mich, aber ich habe mich da irgendwann auch selbst beruhigt, weil du einfach tagtäglich auch die Digistore-Benachrichtigungen bekommen hast auf dein Handy, dass wieder jemand gekauft hat, die Kunden sind zufrieden. Das heißt, das sind so viele Dinge damit, die damit einhergehen, das richtige Produkt konzipieren, das richtige Tracking installieren, dass du alles in Summe überblicken kannst, dass du genau weißt, worauf du achten musst, die richtige Ansprache auf deinen Landingpages. Und da gibt es einfach so viel richtig und falsch. Genau, also mindestens mal in diesem Sales Funnel Training versuche ich all mein Wissen mit allen Templates und Formulierungen, die ich jetzt in den letzten Jahren noch angewandt habe, die ich auch bei anderen Online-Marketern gesehen habe, zusammenzuführen. Das dauert aber leider noch, da kann ich noch nicht mehr dazu verraten. Ich glaube, in die Richtung geht es. Wie kann ich also auf Facebook nochmal Kosten senken? Genau, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Das eine ist natürlich einmal verschiedene Dinge ausprobieren, immer messen.
unbedingt bei deinen Facebook-Ads im Ads-Manager bei der Spalte den Relevance-Score oder die Relevanzbewertung hinzufügen und hier schauen, wie relevant deine Werbeanzeige ist. Wenn du hier einen Relevance-Score hast von niedriger als 7, also 8, 9, 10 ist gut, 7 ist naja, wenn es niedriger ist als 7, dann zahlst du anteilig in der Auktion für die Vermarktung deiner Werbeanzeige einfach mehr. Das heißt, wenn er schlecht ist, Relevance Score erhöhen. Wie kannst du ihn erhöhen? Das kann, indem du das Element austauschst. Und welches Element gibt es? Es gibt das Element Bild, es gibt das Element Text, es gibt die Landing Page und es gibt aber auch die Zielgruppe, die dahinter steckt. Ja, also wenn du eine Zielgruppe ansprichst, die nicht so stark darauf reagiert, wie sie sollte, dann ist ja wahrscheinlich die Zielgruppe nicht die richtige für dieses Produkt. Das kann in meinem Fall sein. Ich habe das eingangs erzählt, viele meiner Kunden wissen eigentlich auch, in welche Richtung es gehen soll und wissen eigentlich auch, was sie tun sollten, aber es fehlt einfach die Zeit. Und wenn die Zeit fehlt, dann helfen dort einfach viele Dinge, die Zeit Ersparnis bringen. Ja, Templates, Vorlagen, Shortcuts, wie man so schön sagt. Was nicht funktioniert, ist ein 173-seitiges E-Book, das bei anderen Nischen wiederum sehr gut funktioniert. Ja, Jan ist, glaube ich, auch in dem Livestream dabei. Jan vom Moderatorenwerk, all diejenigen, die Moderator werden möchten und wirklich auch teilweise vierstellige Tagessätze erreichen wollen. Jan hat dort ein riesiges E-Book geschrieben. Das ist wirklich eine Bibel für Moderatoren. Das ist auch ein zahlungspflichtiges Produkt. Aber hier ist das Insight eben, dass lieber die Vollständigkeit zählt und der genaue Leitfaden, wie man dorthin kommt. In meiner Zielgruppe weniger stark der Fall. Das heißt, ich kann jetzt pauschal nicht sagen, 173 Seiten sind zu viel. Es ist einfach abhängig von der Zielgruppe. Ja, Klaus bei einer 2, dann müssen wir nochmal ran. Nicole bei einer 9, mega stark. Ich glaube aber auch, also Nicole kenne ich, The Vegan Coach, wer sich mit veganer Ernährung beschäftigen möchte. Nicole ist hier eure Frau. Sie ist ein unglaubliches Wissen, was Ernährung betrifft, Ernährungskompetenz ohne Ende. Und ich glaube, sie wird es auch im März dann auch starten mit ihrer großen Seite. Das wird ein riesiger Erfolg, da bin ich mir absolut sicher. Okay, also das wollte ich zum Abschluss mitgeben. Kosten senken durch viel Test, Kosten senken durch eine Sicht auf die Dinge, die auf deinem Werbekonto passieren, mithilfe des Relevance Scores. Genau, so könnt ihr nach und nach eure Kosten senken. Am Ende, oh Gott, Dennis und Nicole, jetzt geht's gleich wieder los. Die hatten schon das eine oder andere Diskussion. Witzig, die beiden. Also, zusammenfassend nochmal, Zielgruppe, versucht ihr wirklich die Frage zu stellen, die Zielgruppe und die Interessen, die ich angegeben habe, sind das Interessen, die jeder kennt oder die nur meine Zielgruppe kennt? Beispiel des Bubba Watson, den niemand aus der Gruppe kannte, aber jeder kannte Tiger Woods. Nummer 2, wie kann ich meine Kosten senken? Versuche das Format einfach auch immer mal wieder zu überprüfen. Schau auf den Relevance Score und schau einfach darauf, ist der schlechter als 7? Wenn er schlechter als 7 ist, geh nochmal ran, dann musst du nochmal ran. Lass diesen Wert aber, diese Anzeige aber ungefähr 3 Tage laufen. Der Pixel braucht eine gewisse Zeit, bis er auch sich so einpendelt, bis er weiß, aus der potenziellen Zielgruppe, wen erreicht er gerade. Und wer reagiert auch wie stark? Stellt sicher, dass deine Landingpages auf Conversion optimiert sind. Dazu gibt es einfach viel richtig und falsch. Das könnte vielleicht auch ein Thema für das nächste Online-Marketing-Café sein. Dann noch die Frage, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Neben der Definition das ganze Thema Nutzung von Custom Audiences, Webseitenbesucher in Kombination mit Lookalike Audiences. Sehr gute Traffic-Quellen für deine Inhalte sind Foren, von denen du weißt, dass sich dort deine Zielgruppe bewegt, weil du dich dort beispielsweise auch bewegst, oder auch Gruppen auf Facebook. Dann haben wir das Thema Video angesprochen, Dauer 3 bis 6 Minuten. Dennis sagt maximal 2 Minuten 15. Ich weiß es nicht, ja, ich weiß nicht genau. Ich habe bei vielen Unternehmen oder bei vielen Online-Marketing jetzt auch zugehört, viele Podcasts gehört dazu. Es geht alles in Richtung unter 5 Minuten. Auch hier testet es. Bestimmte Elemente sind wichtig. Du solltest wirklich dort auch stark wirken. Und
Soll es natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit sein, damit dieses Video nicht zu monoton ist. Das geht wieder zurück auf die Frage, verstehst du den Kanal, Facebook, ein Kanal von Freunden für Freunde, deswegen soll das auch möglichst entertaining sein. Ja, das war's soweit. Abschließend nochmal, wie gesagt, das Buch, das ich empfehlen kann, Webs of Influence. Warum kann ich das Buch empfehlen, obwohl ich es noch nicht gelesen habe? Allein schon die Inhalte, Natalie Nahai als Experte für Webpsychologie zeigt einfach ganz genau, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Gibt's auf Amazon, Affiliate-Link habe ich nicht. Genau, habe ich nicht. Klaus, wir hatten nochmal gesprochen über deine Checkliste, Danke-Seite. Würde ich im Nachgang machen. Würde ich im Nachgang machen. Ich glaube, bei uns gibt es jetzt auch Frühstück. Genau, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne liken oder teilen teilen. So erhöht sich auch übrigens die Reichweite von diesem Video. Und dann sind wir vielleicht im nächsten Online-Marketing-Café noch ein bisschen mehr. Aber es wird immer mehr. Mir macht total viel Spaß. Klaus, ich schreibe dich dann gleich nochmal an, wann wir nochmal sprechen können. Sollte im Laufe des Tages nochmal möglich sein. Gut. Ich muss jetzt gucken, dass ich das hier irgendwie gestoppt bekomme. Ah, hier funktioniert das. Vielen Dank. Feedback gerne auch persönlich nochmal zum Webinar, ob es euch Mehrwert gebracht hat, ob es euch geholfen hat. Vielleicht auch diejenigen, die vielleicht auch zum ersten Mal dabei sind, gerne kurz kommentieren. Gerne auch mir persönlich auch nochmal schreiben. Okay, gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag an alle Frühaufsteher. Hoffe, es hat sich gelohnt. Bis dahin, euer Marc.